dass wir nicht beobachtet werden. Ich bin mir ganz sicher, dass wir beobachtet werden. Momentan ist es ja noch relativ hell hier drin. Nein, das wollt ihr nicht. What the fuck? Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Obscur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz mit ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer, um das Grauen in der Nervenanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Bleib dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. So, Hallöchen und willkommen zu einem neuen Let's Play auf unserem Kanal, und zwar Outlast. Es haben sich sehr viele gewünscht und deswegen habe ich mir gedacht, erfüllen wir euch doch den Wunsch und spielen Outlast. Mein Money habe ich jetzt, also mein Taschengeld habe ich jetzt bekommen, deswegen werden wir jetzt Outlast spielen. Habe ich mir direkt gekauft. Und mal schauen, was das Spiel uns bringt. Viele haben das Spiel total gehypt und ja, mal schauen, was hier so passiert. Lädt bis jetzt ganz schön lange, aber ich höre ja schon irgendwas im Hintergrund. Salazar. Lootfarmer und Feedzap. Und wenn sie heute Nacht noch unterwegs sind, können sie nahe Silvertone und vielleicht noch ein paar tieffliegende Hubschrauber sehen. Anscheinend sprüht der Arafo Parkdienst gegen einen Schädlingsbefall. Okay. Wir sind momentan also im Auto und fahren dorthin zur Irrenanstalt, wie wir gerade gelesen haben. Ja, ich bin mal gespannt auf das Spiel. Also viele haben gesagt, es soll nicht gruselig sein, aber ich erschrecke mich bei jedem Scheiß, also nicht wundern. Aber es soll ein wirklich sehr gutes Game sein und deswegen lasse ich mich einfach mal überraschen. Mount Massive irgendwas. Sehr viel Nebel, bis jetzt ist noch sehr viel Licht da. Ist doch vorteilhaft in so einer Irrenanstalt. Sieht bis jetzt noch nicht so. Ah, ich kann mich auch im Auto bewegen. Okay, ich kann mich ein bisschen umgucken. Es läuft doch, würde ich sagen. So. What is hier? Können wir aussteigen? Können wir aussteigen oder? Ah, wir haben die Motor ausgemacht. Wahrscheinlich werden wir jetzt aussteigen. Okay. Wir können also so greifen. 17. September 2013 von, ja, interessiert uns nicht. Betreff-Tipp: illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatrie-System. Okay. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war zwei Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatrie Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimverhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren fasseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten, was sie auf der Burg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay. Hört sich schon mal spannend an. Ja, wieso kam der Ton jetzt? War ja ein bisschen unnötig, finde ich, aber ist ja egal. Wir haben hier eine Kamera. Wie werden wir sie verwenden? Sieht so aus, als wenn ich Nagellack hätte, ne? Okay. Momentan kann ich mich noch nicht bewegen. So können wir die Nachtsicht also anschalten. Okay. Momentan ein kleines Tutorial hier, wie es scheint. Vielleicht können wir uns jetzt gleich bewegen und ich werde die Steuerung ein bisschen kennenlernen, bevor ich da reinstürme. Ein schöner Abendhimmel. Deine Ziele werden in deinem Notizblock Tubulator aktualisiert. Dort findest du deine Notizen N und gesammelten Dokumente J, okay? Spiel läuft in 30 FPS ist ja. Okay, wir können so springen. Ah, so können wir also. Und wie schalten wir Nachtsicht ein? Wir haben bestimmte Batterien. Aber wie genau wir die Nachtsicht einschalten, weiß ich jetzt nicht. Aber wir werden erstmal versuchen, hier reinzukommen. Das ist halt, hier scheint hier geschlossen zu sein. Okay. Okay, da gehen schon mal die Türen zu. Werde ich erwartet, oder wie? Kann nicht sein, dass ich drücke die linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte die linke Maustaste gedrückt und beweg dich vorwärts, oder? Okay. Dankeschön. Drücke rechte Maustaste, um deinen Camcorder bereit zu machen. Okay. Ah, hier ist schon ein kleines Tutorial, wie man... Oh, vielleicht sollten wir in der Mitte entlang gehen. Wäre nützlich, wenn wir dies tun. Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt schon ein bisschen von Outlast angeguckt, da das Spiel ja wirklich viele hypen. Und ich wollte nicht so
wenig Wissen wie bei One Late Night und deswegen werden wir jetzt einfach mal Schalte umschalten links gedrückt und so. Mal umschalten links. Wie umschalten links? Ah, Shift meinen die damit, okay. Hier schon einige Autos. Mal gucken, was uns drin erwartet. Erwarten wird. Ich höre schon einige gruselige Geräusche. Komm mal, Baby. Ich möchte jetzt rein anscheinend gehen. Kommt man hier nicht rein? Sind das Schreie oder die Bullen? Kann man hier klingeln? Anscheinend nicht, ne? Okay, da geht's auch nicht rein. Wie kommen wir jetzt rein? Hallo, hier ist der Thomas. Ich möchte rein. Okay, wir kommen anscheinend hier nicht rein. Vielleicht müssen wir uns hier etwas in der Gegend umsehen. Ich schätze, ja, stimmt. Wenn man vorne reingeht, das ist ein bisschen auffällig als Reporter, was? Ein paar Lichter. Ich muss sagen, die Qualität gefällt mir wirklich super. Also ich habe schon schlimmere Horrorspiele gesehen. Vielleicht ist die Tür offen und es scheint ein bisschen zu gewittern. Und Wölfe gibt es hier auch noch. Ja, das scheint hier auch abgeschlossen zu sein, was? Ah, ja, ja, ja. Mucho Grande. Mal gucken, wie lange der Typ hier laufen kann. Das scheint auch abgeschlossen zu sein. Hier scheint aber auch nichts drin zu sein. So. Vielleicht ist noch irgendwas auf der anderen Seite, sonst müssen wir irgendwie reinkommen. Wie man hier reinkommt, weiß ich auch nicht. Im Notfall muss ich es wegcutten, wobei ich bei Horror-Let's Plays immer ungern was wegcutte, um die Atmosphäre zu halten. Es kommen komische Geräusche von den Autos. Ja, das scheint... Steuerung links. Ah. Oh, und jetzt wird schon gespeichert. Okay, das hört sich doch gut an. Okay. Steuerung links. Ducken. Shift rennen. Ja, das ist schon mal gut. Wahrscheinlich wird es da reingehen, oder? Wenn es so hell bleibt vom Spiel her, ist doch alles gut. Natürlich will ich die Atmosphäre immer gut behalten. Na, fuck. Da geht's auch nicht rein. Aber ich schätze mal, dass wir hier in die richtige Richtung kommen, da das Spiel gespeichert hat. Und ah, wir können wahrscheinlich die... Ja, ich kann mir vorstellen, was das Spiel will. Wenn der Camcorder einsatzbereit ist, kannst du mit Mausrad nach oben, Mausrad nach unten hinein und... Ah, okay, das hätte ich... Wahrscheinlich will das Spiel, dass wir das Fenster da oben reingehen. Bis jetzt. Sieht das Spiel eigentlich nur relativ freundlich aus. Drücke Leertaste. Ey! Okay, springen können wir schon mal gut. Drücke Leertaste, um nach oben zu springen. Okay. Okay, können wir rübergehen. Ja, wenn das so freundlich bleibt, ist doch alles gut. Ich habe das Spiel extra noch ein bisschen heller gestellt, damit ihr nachher alle sehen werdet. Und jetzt? Was soll ich jetzt tun? Oh ja, natürlich. Wie in jedem Horrorspiel. Ja, das war mir irgendwie klar, dass das passieren wird. Drücke F, während du die Kamera behalten ist, um die Nachtsicht. F. Ah, okay. Ich habe bei Gronkh ein bisschen geguckt, um, aber ich habe nur den ersten Part geguckt, um etwas die Steuerung herauszufinden, um worum das Spiel hier geht. Okay, bis jetzt ist es noch sehr hell drin, was mir wirklich gefällt. Guck mal, ein Priester. Boah, diese Geräusche sind wirklich schon creepy, die wir hier gerade machen. Beziehungsweise der Boden knarscht so sehr. Es ist gerade 7 nach... Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Also mir hat das nicht gerade sehr gefallen. Okay, wir können uns hier auch hindurchzwingen. Ein PC-Raum? Okay. Ist hier irgendwas drin? Nein, aber der PC ist an. Also, stromsparend arbeiten die hier nicht gerade. Ui, Lichter flackern. Oh, jetzt hat sich gerade wohl jemand schnell wegbewegt. Drücke J. Erste Patientenbefragung, Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosen Umfang beobachtet. Fahnenform in Stufe 4 Hormon. Diagnostik, Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatorot. Nee. Okay.
Wahrscheinlich werdet ihr die Hälfte der Wörter ja auch nicht verstehen. Schätze ich mal. Ich weiß aber nicht. Oh, nee, habe ich keinen Bock drauf. What the fuck is this shit? Müssen wir gleich da durchgehen, aber wir werden erstmal den anderen Raum erkunden. Ist mir egal, ob es gerade... Nee, wollte ich nicht. Ich wollte das machen. Abgeschlossen, okay. Da ist anscheinend jemand drin und wir werden wahrscheinlich auch noch beobachtet. Okay, das Spiel will, dass wir in den Lüftungsschacht gehen. Das Spiel will es so. Da werden wir ja auch mal... Ey! Ja, okay, er kann hochspringen. Links erstmal. Ja, natürlich. Ja, wir... Geht's eigentlich noch lang? Wallrider. Was war das denn? Ja, also es wäre sinnvoll, wenn wir den Charakter, den wir gerade spielen, etwas leiser bewegen können. Ich habe das Gefühl, wir werden beobachtet. Das kann mir kein Mensch vorenthalten, dass wir nicht beobachtet werden. Ich bin mir ganz sicher, dass wir beobachtet werden. Momentan ist es ja noch relativ hell hier drin. Nein, das wollte ich nicht. What the fuck? Oh. Wieso liegt der da tot, Mann? Und was, wer ist das? Er hängt ab. Oh. Also da habe ich mich wirklich schon erschreckt. Okay. Sie haben uns erwischt, sind ausgebrochen. Die Varianten. Sie können sie nicht bekämpfen, müssen sich verstecken. Sie können den Haupteingang vom Sicherheitsterminal aus öffnen. Sie müssen hier verdammt nochmal raus. Oh Gott. Oh Gott. Es gefällt mir überhaupt nicht, dass er uns so Panik macht. Sind das Köpfe? Oh Gott. Das sind Köpfe. Hier stehen überall Köpfe, ist mir gerade aufgefallen. Und das Atmen von meinem Charakter wird gerade wirklich... Oh, Junge, nerv nicht. Du kannst auch später abhängen. Okay. Das muss jetzt gemacht werden. Kann man da durch die Tür gehen? Nein, das wollte ich nicht. Oh. Wo jetzt denn dann... Kann man sich hier durchdrängen? Nee, sieht nicht so aus, ne? Kann man hier rüberspringen? Ja, ja. Ja, wobei? Hä? Da muss man doch irgendwie rüberspringen können, oder wie? Wie soll das wohl sonst funktionieren? Kann mir das Mensch sagen? Also man merkt schon, dass die Atmung von dem Typen lauter wird. Da unten sitzt jemand. Aber wenn wir hier nicht rüber können, dann weiß ich auch nicht weiter, wie ich das hier anstellen soll. Ey! 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 Spring bitte. Okay, dann gehen eben nicht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wieder da hoch müssen. Und außerdem... Ja, das klingt logisch. Eventuell müssen wir ja da lang. Was ich nicht hoffe. Okay. Wir müssen da wahrscheinlich nicht lang, oder? Nö. Ich habe auch keinen Bock drauf, da lang zu gehen. Seit wann ist das hier offen? Achso, ja, ich bin hier vorhin. Ich bin mir ganz sicher, dass ich die Tür nicht zugemacht habe. Ich bin mir ganz sicher. Okay. Was ist das denn? Ist das eine Currywurst? Okay. Wenn das eine Currywurst ist, dann will ich nicht wissen, was die hier essen. Aber wenn wir hier nirgendwo lang gehen müssen, was sollen wir denn dann tun? Hopp. Ich glaube, ich würde den Part beenden, wenn ich das nächste Mal speichern. Denn kann man das hier irgendwie boxen? Ne, ist der gleiche Raum, ne? Ja. Scheint so, als wenn das der gleiche Raum ist im Notfall. Boah, mir ist gerade voll warm, ey. Ich weiß schon, dass ich langsam Panik bekomme. Wobei, der Gruselfaktor ist nicht schlecht momentan. Die Atmosphäre ist wirklich super aufgebaut. Ich komme hier irgendwie nicht weit. Eigentlich müssten wir hier... Wobei, Shift, runter. Ne. Auch nicht. Müssen wir hier vielleicht durch? Das
kann natürlich auch sein, ne? Aber meine Batterieladung ist gerade nicht besonders hoch, ne? 2 von 10 haben wir, das ist nicht besonders schnieke, würde ich sagen. Hä? Ist noch einer am Abhängen. Und da ist der Typ, der uns gewarnt hat, dass wir hier raus sollen. Ah, da ist eine Tür, da ist eine Tür. Oh no! Who the hell, what the fuck was this shit, bitches? Was ist hier drinne? Nee, hab ich keinen Bock ins Klo zu gehen. Oh nein! Ich gehe da nicht rein, hab ich keinen Bock, nee. Ich diskutiere auch nicht darüber. Ich gehe da nicht rein, ich werde da auch nicht reingehen, ist mir egal. Weißt du, der Typ? Lauf leise, lauf leise, lauf leise. Lauf leise. Aber das Spiel sieht so aus, als wenn es in 60 FPS laufen würde. Obwohl es so 30 sind, aber das ist nice gemacht, würde ich sagen. Wir werden uns durchquetschen. Little Faith. Was? What the? Oh. Das hat wehgetan. Dass ich noch lebe, ist ein Wunder. Ich dachte, ich bin jetzt tot oder so. Ich weiß. Who the fucking hell are you? Und wer sind Sie, bitteschön? Ein Journalist, der ein paar Informationen haben will, würde ich sagen. Ich verstehe. Oh, gnädiger Gott, du hast mir einen Apostel gesandt. Schützen Sie Ihr Leben, Sohn. Sie wurden auserwählt. Was? Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Ich dachte irgendwie, der wird mich jetzt umbringen, weil ich hier ein bisschen spioniert habe, aber ich verstehe das Ganze nicht. Neues Ziel, fliehe aus dem Nervenstall. Benutze dieses Sicherheitsterminal. Nein, das wollt ihr nicht. Na, natürlich. Haben wir gespeichert? Proclaim's Gospel. Okay. Wir werden hier, glaube ich, ein bisschen die Gegend erkunden. Was hier so drin ist, da ist ein Rollstuhl. Und guckt es euch an, da sind Blutspuren. Das heißt, der Rollstuhlfahrer ist da lang gegangen. Da lang. Das heißt nichts Gutes. Ich will mal gucken. Kann man Escape Pause machen? Ah, man kann. Ja, man kann speichern und beenden. Das freut mich doch. Deswegen werden wir noch ein bisschen mehr machen und deswegen. Weiter geht's. Ich muss sagen, gruselig ist es bis jetzt schon. Die Atmosphäre wird super in dieses Spiel aufgebaut. Beziehungsweise die Atmosphäre ist super. Allein schon das ganze Knatschen, diese Dunkelheit hier, das ist wirklich super. Also die 20 Euro haben sich wirklich gelohnt. Los, Leute. Geht auf Steam, holt ihr euch das Spiel, wenn ihr einen guten PC habt. Holt euch das, kann ich nur weiterempfehlen. Also das Game ist momentan wirklich super. Der Gruselfaktor fehlt etwas, aber das stört mich nicht allzu sehr. Aber kann ich wirklich nur weiterempfehlen, obwohl ich das Spiel jetzt erstmal ein paar Minuten gespielt habe. Und deswegen würde ich auch sagen, wir werden die Spannung ein bisschen weiter aufbauen und die Parts ein bisschen weitermachen. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Hübscher Thomas. Ciao. Ich darf nicht so laut reden, weil die mich sonst hören können. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.